Hallo Hansa-Fans, wir haben den Klassenerhalt gefeiert, wir haben die ersten Saisonspiele erfolgreich bestritten und dann kam sie, die Ergebniskrise, die uns aktuell auf dem Relegationsplatz überwintern lässt. Unsere sportliche Leitung hat die letzten Tage intensiv nach einem Trainer gesucht, dem zuzutrauen ist, dass er die Kogge in der Rückrunde wieder in den sicheren Hafen führt. Und sie haben ihn gefunden. Herzlich willkommen an Bord, Mersat Selimbegovic. Vielen Dank, freut mich, dass ich hier sein darf. Herr Selimbegovic, wir haben es nur heute schon überall gehört und gelesen. 16 Jahre lang waren Sie Spieler, Co-Trainer, Trainer beim SSV Jahn Regensburg. Eine unheimlich lange Zeit, eine unheimlich weite Entfernung. Und nun haben Sie sich entschieden, dass Hansa zu Ihnen und Sie zu Hansa passen könnte. Warum? Ja, es ist nicht schwer, das habe ich schon heute gesagt. Also das Ganze drumherum erinnert mich stark auch an meine Heimat. Diese Emotionen, die sind in Sarajevo und FK Željezničar, wo ich groß geworden bin, ist auch ungefähr genau so. Und wir aus Bosnien sind auch emotionale Menschen. Ich war hier ein paar Mal, habe ich erleben dürfen, was da hier für eine Wucht entstehen kann. Und habe ich jetzt zweite Liga auch beobachtet, aber jahrelang kenne ich jeden Spieler, weil 6 Jahre am Stück zweite Liga, zweimal, 2 Jahre Co-Trainer, 4 Jahre Cheftrainer beim Jahn. Dann weiß ich, dass da viel Potenzial drinsteckt und ich war sehr erfreulich, wo der Anruf kam. Wenn man die Hansa-Fanforen durchstöbert und die Wortmeldungen der Fans mal so zusammenfasst, würde ich sagen, es ist eine gespannte Neugier gepaart mit einer Portion Skepsis. Und die Hauptfrage, die die Fans eigentlich stellen, ist, wie will Herr Selimbegovic es machen, dass Hansa am Saisonende den Klassenerhalt schafft? Und diese Frage gebe ich gerne so weiter. Ja, das ist so, wie einfach es klingt, aber es ist wirklich am Ende kein Hokuspokus oder irgendwas Sonstiges. Wir brauchen Tugende, die man jeden Tag hier vorleben muss und dann am Spieltag auch nochmal verstärkt präsentiert. Und die Tugende sind immer im Fußballspiel, alles zu geben, erst einmal. Und dann kann mal ein schlechter Tag da sein, aber wenn man alles gibt, dann gehen wir zufrieden heim. Ich glaube, auch Fans vergeben einem, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, wenn man alles gegeben hat. Und ich habe noch nie irgendwo einen Banner gesehen, wo es steht, dribbeln und siegen, tricksen und siegen. Es steht immer kämpfen und siegen. Das ist etwas, was wir hier brauchen. Nicht nur hier Heimspiele, sondern auswärts. Wir dürfen uns und sollen uns von keinem verstecken. Wir müssen mutig auftreten und am Ende auch Ergebnisse holen. Ein ganz wichtiger Baustein in Ihrem Puzzle, den FC Hansa Rostock ins sichere Gewässer zu führen, ist offensichtlich Ihr Co-Trainer Markus Paljonis, den Sie mit nach Rostock bringen. Was macht ihn so wertvoll für Sie? Das ist erstmal in erster Linie ein überragender Mensch und brutaler Profi. Also ich habe ihn erlebt als Fußballer, als Co-Trainer beim Jahr und dann in Rolle als Cheftrainer und da hat er aufgehört und dann hat es gleich mit Trainerjob begonnen und ich habe beobachten können, wie ihm das packt, wie ihm das nimmt, das Trainer-Herausforderung. Und wir verstehen uns gut, wirklich, da muss man auch nicht viel reden, wir verstehen uns sehr schnell und das ist mir wichtig jetzt auch in Vermittlung auf die restlichen Jungs im Trainerteam, an die Mannschaft und alle anderen, dass noch jemand da ist, der ganz genau weiß, wie ich ticke, was ich haben will, was ich nicht haben will, was ich gerne sehe und was ich nicht gerne sehe. Beim Training oder alle anderen Abläufe und ich freue mich, dass er auch mit mir hier ist. Wenn Sie schon gleich sagen, was Sie gerne sehen, was Sie nicht gerne sehen, gehen wir doch gleich mal so ein bisschen in das Taktische rein. Worauf können Sie die Fans sich bei Ihnen einstellen? Bevorzugen Sie eher so das ballbesitzorientierte Spiel oder wird es eher ein Pressing mit schnellem Umschaltspiel werden? Es muss eine gute Mischung von allen da sein. Ich glaube, wir müssen uns schnell unsere Stärken rauspicken und das forcieren, aber in allen anderen Bereichen sich gleichzeitig zu entwickeln. Weil ich bin festens überzeugt, dass du im Fußball nicht nur auf eine Karte spielen kannst, du brauchst eine volle Facette, weil wenn du nur eins hast, wird es schnell durchgeschaut und gelesen und die stellen sich auf das ein und dann bist du ja oft da und brauchst Plan B. Deswegen ist wichtig, dass man ein gut strukturiertes Spiel hatten in beide Richtungen und in beide Umschaltmomenten, aber auch bei Standards. Und das ist dann, wenn ich sage Mut, das heißt nicht, also wir spielen 10 Pässe quer durch 16er, das braucht man nicht, weil Tor steht immer nur 80, 90 Meter von,
von dem Ort, wo wir viel Risiko spielen, aber wir werden es probieren, möglichst flacher zu spielen. Auch wenn lange Bälle kommen, die müssen gut vorbereitet sein, weil das ist kein verbotener Mittel und in der zweiten Liga sowieso nicht. Eher flach als hoch, das kommt mir auch so ein bisschen aus Regensburger Zeiten bekannt vor. Und Standard, sowohl offensiv als auch defensiv, ich glaube, da haben wir hier noch gutes Potenzial in Rostock. Das haben wir die letzten Monate nicht besonders gut ausgereizt. Aber Sie werden sich damit beschäftigt haben und so wie Sie nicken, auch die entsprechenden Schlüsse daraus gezogen haben. In den letzten Monaten konnte man hier in Rostock durchaus unterschiedliche Spielsysteme bewundern. Mal Dreierkette, mal Viererkette, mal die Doppelsechs, mal die Raute. Haben Sie da schon so eine Richtung, die Sie hier vorgeben werden? Ich präferiere eher Viererkette und präferiere aus dem Grund, was man da einen offensiven Spieler mehr hat. Das signalisiert auch Mut an den Mannschaften und alle anderen, wenn man nochmal offensiven Spieler mehr hat. Heißt aber nicht, dass der offensive Spieler nicht defensiv arbeiten muss und soll. Und wir müssen dahin, dass alle sich mitbeteiligen im Spielaufbau, aber auch im Spiel Gegenball. Weil reden alle über ein Team, über eine Mannschaft und deswegen sehe ich keinen Grund, dass einer sagt, ich bin dafür zuständig und der andere ist dafür zuständig. Das geht nicht. Alle sind für alles zuständig, nur einer mehr oder weniger ausgeprägt im gegebenen Moment auf gegebene Position. Und diese Viererkette, wenn man sich auf etwas festlegt, ich bin kein Freund von viel Wechselei, weil Spieler brauchen auch Sicherheit. Die brauchen klare Abläufe und umso öfter da in einem System bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Abläufe schneller und besser greifen. Und wir reden oft über diese Automatismen, unterbewussten Handeln. Und das ist nur möglich, wenn du gewisse Wiederholungen hast. Und da bin ich Freund davon, dass man auf eins sich einschließt und da festhält. In Regensburg so in den letzten Jahren, weil Sie auch sagen Viererkette, häufig waren 4-4-2 zu sehen oder auch mal Gegner abhängig ein 4-2-3-1 sozusagen. Also das ist schon so die Richtung, in die es gehen könnte, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Ne? Ja, es ist genau so, das unterscheidet sich auch nicht viel, weil ein Stürmer kann immer auf den 10 abkippen oder ein Zehner kann den Stürmer unterstützen. Und dann muss es auch flexibel sein. Ich liebe das, wenn das so ein bisschen flüssig ist, wo es Gegner sich auch nicht so richtig einstellen kann, sind die jetzt beide in unserer letzten Linie oder schwimmt einer irgendwo in den Zwischenräumen. Das ist mir wichtig und auch wenn man mit zwei Sechser beginnt, heißt nicht, dass man die beiden Sechser da parkt und beide da sind. Es gab Spiele, wo mir Leute nach dem Spiel sagen, Raute war heute gut, wir haben noch nie mit Raute gespielt, muss ich sagen, aber wenn ein Sechser hochgeht mit zwei Außenspieler, die ein bisschen reinrücken, sieht das für einen Moment aus. Und das ist im Fußball, glaube ich, man sieht am Anfang eine Startformation, aber oft ist das nicht so, wie man da am Anfang gesehen hat. Aber das ist Fußball und das ist diese Bewegung, das ist diese Dynamik, das ist etwas, was dieses Spiel ausmacht und was Leute auch lieben, wofür auch Fußball liebe, wofür ich auch Fußball begonnen habe, weil ich habe einen brutalen Bewegungsdrang. Nun kommt ja das Spielsystem auch immer auf die vorhandenen Spieler drauf an. Haben Sie sich schon mit Ihren Spielern dann schon intensiv beschäftigt oder startet das hier erst ab jetzt? Wie gesagt, ich kenne die alle schon länger, einen bisschen mehr, einen weniger. Die letzten Tage intensiv nochmal beschäftigt, auch analysiert und. Seit gestern bin ich schon im Austauschen, also fast viele schon erreicht und ich weiß, dass da Potenzial genau da für dieses Spiel ist, weil dieses Stadion, diese Emotion, glaube ich, kann das richtig, richtig gut zusammenpassen. Diese aktive, proaktive Spiel, dieses mutige Spiel, wo man Trikot schon nach 10 Minuten bei alle 10 Spielern schmutzig sieht, das macht Fußball aus. Unter den Fans wird natürlich auch das Thema Sabri Singh immer wieder diskutiert, weil man sagt, der hat ja bei uns sehr wenig Spielzeit bisher bekommen, aber jetzt wird das anders, weil der Mersat Selim Begovic, der kennt ihn ganz genau und er kennt auch seine Stärken. Das stimmt, ich kenne ihn gut, er kennt mich auch gut, er weiß auch ganz genau, was ich fordere, aber das bedeutet jetzt nicht, dass irgendeiner eine Garantie hat. Wir haben auch an alle Positionen eine sehr gute, gesunde Konkurrenz im Kampf und das ist brutal wichtig, weil Spieler entwickeln Spieler. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wenn es Konkurrenz da ist, dann werden alle besser und Gas geben, jeder muss für seine Minuten, für seinen Platz kämpfen und dann am Ende am Spieltag auch
spielen und das ja nochmal bestätigen, verteidigen. Aber wir brauchen jeden, wir brauchen alle und werden bis Ende höchstwahrscheinlich alle spielen. Nun haben Sie ja mit dem 16. Platz, dem Relegationsplatz, schon einen Rucksack an sich. Erschwerend hinzu kommen natürlich noch ein paar verletzte Spieler aktuell und mit Brumado und Kolke zwei rot gesperrte Stammspieler. Es gibt leichtere Ausgangssituationen als diese. Ja, aber die Lage ist so, wie es ist und wir müssen nach Lösungen suchen. Und es gibt genug Alternativen aus meiner Sicht. Und dass das jetzt so ist, ist so, hilft nicht nach hinten schauen oder irgendwie zu jammern, das mag ich gar nicht. Also auch wenn es ein paar Spiele ausfallen, ich habe das nie so in Pressekonferenz forciert. Also Regensburg ist gerade noch kleiner gewesen und so. Und wenn es ein paar Stammspieler fehlen, dann tut das schon richtig weh. Aber ich habe es nie gewollt, da viel Fokus auf das, wer nicht da ist, ohne ihn muss es funktionieren. Es gibt keine Ausreden. Es gibt keine Alternative zu Optimismus, würde ich sagen. Weil stimmt, passt. Was hat denn unser sportlicher Leiter Christian Walter Ihnen so in Aussicht gestellt? Gibt es vielleicht noch ein, zwei Wunschspieler zur Rückrunde? Also wir haben uns auch darüber ausgetauscht, aber ich bin ein Trainer, der ganz genau weiß, dass es gibt viele Faktoren, die eine Wechsel ermöglichen oder nicht ermöglichen. Und da muss man uns, ich als Trainer bin gerne ein Teamplayer da auch und passe mir auch an. Und ich bin Freund davor, wenn man etwas macht, dann müssen wir alle überzeugt sein, nicht nur Trainer, nicht und das Scouts und Kaderplaner und sportliche Leiter, dass uns diese Spieler aus x Gründen besser macht. Und der muss mit Charakter hierher passen, der muss mit seinem Profil als Fußballer hierher passen. Dann können wir darüber reden. Aber etwas zu machen, das gemacht ist, bin ich Freund davon. Wenn man so ein bisschen in Ihre Historie schaut, da gibt es ja doch den einen oder anderen Spieler, der gut zu uns passen könnte. Einer fällt mir besonders ins Auge. Sie müssten 2005 in Sarajevo noch zusammen irgendwie zu tun gehabt haben, Edin Dzeko. Gleicher Verein und ja. 2005 war das Jahr, wo Sie zusammen mit ihm in dem Verein waren. Also wäre nicht schlecht, so einen Spieler hierher. Problem ist, glaube ich, dass er noch 1,5 Jahre Vertrag bei Fenerbahce hat. Ja, ich glaube, das konnte schon zu Problemen führen. Dort ganz gut performt. Aber es stimmt tatsächlich, gleicher Verein. Genau, so also gewesen. Ich bin ein bisschen älter, aber Dzeko spielt noch. Das ist ein Phänomen. Also ich glaube, dass der jetzt im Moment, das ist eine kleine Verletzung, also ich bin mit ihm immer in Kontakt geblieben und sind wir mittlerweile sehr gut befreundet. Das ist einer, der nie eine Verletzung hat, der in jeder Liga, wo er kommt, funktioniert und nie so und so als Star, so richtige Star-Status hat, aber wenn man seine Quote sieht im Spiele, das ist absolut Weltspitze. Also ich bin so stolz, dass Bosnien auch so ein Mensch und ein Spieler hat, weil viele wissen nicht, was Edin Dzeko für sein Land schon gemacht hat und macht. Da gibt es viele Bedürftige und da ist Dzeko immer einer, der gerne hilft. Das ist schon. Genau deswegen habe ich ihn auch erwähnt, weil er wirklich auch als Mensch ein super Vorbild ist. Nun sind Sie ja als Cheftrainer der ersten Mannschaft verpflichtet worden. Wir haben hier in Rostock ja die schöne Konstellation, dass die zweite Mannschaft in der Regionalliga spielt. Und wir Fans wünschen uns natürlich immer, dass Spieler, die oben nicht ganz so zum Zuge kommen, auch mal Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln können. Ein Wunsch, den Sie nachvollziehen können? Absolut. Also, und das muss auch jeder Fußballer irgendwo wollen, wenn er oben nicht so viele Minuten kriegt, die er sich erwartet oder was ihm in seiner Entwicklung hilft, dann muss man eine Alternative suchen. Deswegen bin ich froh, dass da eine U23 gibt, die in einer sehr ordentlichen Liga spielt, dass man da jeder nach der Verletzung oder wie auch immer so ein paar Minuten kriegen kann, Halbzeit, 60, 90, wie auch immer, zwei am Stück, weil, wie gesagt, Spieler macht den Spieler besser und das beste Trainer ist das Spiel. Und ich weiß es selber, wenn es nach den Verletzungen erstmal im 11 gegen 11 im Training spielst, dann musst du dich schon mal orientieren und nochmal und nochmal. Und das hast du am Samstag, die Zeit hast du nicht. Du musst gleich funktionieren, du musst gleich liefern, weil es ist sehr viel Verantwortung. Und mir hat es persönlich immer geholfen, wenn eine Halbzeit oder mehr, weil oft war Halbzeit ausgemacht, aber ich wollte nie raus, dann kriege ich so ab 35. Minute zur zweiten Luft schon bei der Verletzung, dann noch 15 Minuten, dann war es meistens so 90. Aber das ist das muss jeder wollen, also Fußball zu spielen und ob das jetzt
da oder da ist. Das ist für mich. Aber es ist alles ja, individual und da muss man auch schauen, für wen passt das, wann, wie, wieso, warum. Da nehme ich auch Jungs gerne mit, weil das ist so eine Sache, weil da muss allen helfen, auch U23, weil ich mag es nicht, wenn einer da das macht, weil er es machen muss und unten sich und uns nicht so gut präsentiert. Das ist gefährlich. Das stimmt. Was mir dabei aufgefallen ist, dass Ihr Co-Trainer ja nicht nur Ihr Co-Trainer war, sondern dass der bis letztes Jahr auch noch aktiv in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Und ich bin nur kein Fußballfachmann, aber so ein 14-facher litauischer Nationalspieler, der würde sich in unserer U23 auch ganz gut machen. Das, was ich so jetzt mittlerweile erlebt habe bei Fußball, Tennis und so, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir können darüber reden. Gut. In ein paar Wochen. Wir können ihn ja mal fragen, genau, ob er noch bereit steht dafür. Eine interessante Anmerkung aus einem Fanforum, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich hätte nie gedacht, dass Herr Selim Begovic mal nach Rostock wechselt. Der war doch nach der Pokalniederlage im Elfmeterschießen damals gegen uns so pappensatt, dass ich dachte, der wünscht uns alle zum Teufel. Das heißt also, den Fans ist das so in Erinnerung, dieses Spiel, weil es für uns natürlich ein sehr positives emotionales Highlight war. Mir auch, leider. Das ist alles, aber es ist Fußball und ich bin generell nie ein nachtragender Mensch und ich kann es nicht sauer sein. Ich kann auf mich sauer sein, weil ich beginne immer bei mir zu suchen und nicht irgendwo anders, warum etwas nicht funktioniert hat. In dem Moment ja, hat Hansa mehr Glück gehabt als wir und haben es dann weitergeschafft und danach gegen Leipzig, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, habe ich gesehen. Leider knapp verloren. Haben Sie dieses Spiel aber wahrscheinlich auch schon noch in Erinnerung, weil es war ja dieses Nebelspiel, 65-70% Ballbesitz für Sie, 30 Torschüsse, 20 Ecken und am Ende sagst du, wie kann ich denn so ein Spiel verlieren? Ja, das ist genau das, aber das ist Fußball, das macht Fußball aus und ja, es hilft ja dann nicht, also es war schwer, das zu analysieren aus verschiedenen Gründen, A, weil aus Emotionen und B, wenn man an Kamera oder das Videomaterial versucht hat hochzuladen zu sehen, da war nicht viel zu sehen. Erst da habe ich gesehen, wie neblig da war, weil das war dann unten am Feld viel besser als von oben. Haben wir uns auch nicht viel damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, weil das hat echt wehgetan und es war auch dann möglichst schnell damit abschließen und weiter auf die Liga konzentrieren. Generell ist ja so Ihre Bilanz gegen Hansa nicht besonders großartig aus der Sicht, noch nie gegen Hansa gewonnen mit Regensburg. Ich habe mir gedacht, das war bestimmt der Grund, dass sich Herr Selim Begovic gesagt hat, zu diesem unbesiegbaren Verein an die Ostseeküste, da muss ich hin. Das war nicht der einzige. Ja, nicht der einzige Grund, okay. Gut, jetzt haben unsere Fans ja so einen ersten Eindruck vom Trainer Mersat Selim Begovic gewinnen können. Gibt ja auch noch die Pressekonferenz, wo sehr viel auch darüber gesprochen wurde. Mich und uns interessiert aber auch noch der Mensch Mersat Selim Begovic. Und im Gegensatz zu vielen anderen Trainerkollegen waren Sie nicht nur Spieler und Trainer, sondern Sie haben einen richtigen Beruf gelernt und auch noch in diesem Beruf gearbeitet. Richtig? Ja, richtig. Ich habe nach der Spielerkarriere, weil da nicht gut beraten wurde, dass ich in dem Alter nach dem Gymnasium studiere. Ich habe mich dann nur auf Fußball fokussiert, was ich jedem jungen Fußballer jetzt unbedingt empfehle, dass er anders macht und sich schon da einen zweiten Stammbein aufbaut. Aber nicht nur das, sondern so ein bisschen neben Fußball etwas zu machen, so wo man Fokus auch mal auf was anderes legen kann, hilft in Verbesserung des Leistungsvermögens. Da gibt es Studien, das habe ich auch selber erlebt, als Trainer bei U23 und U19 bei Regensburg, dass die Jungs, die Schule waren oder arbeiten, sagen, ja, ich mache 6 Monate Pause und danach mache ich weiter, aber jetzt konzentriere ich mich nur auf Fußball. Man könnte feststellen, dass die nach 6 Wochen deutlich abbauen, weil das kein Tagesrhythmus, nur Gedanke aufs Training und man nimmt sich so viel vor. Aber wenn das der erste Zweikampf nicht klappt und der erste Ball nicht klappt, dann ist Game Over. Und deswegen nicht nur wegen zweiten Stammbein, sondern einfach auch, weil man als Fußballer Zeit, genug Zeit hat und hier in Deutschland, Gott sei Dank, so viele Möglichkeiten, Fanstudien, alles Mögliche zu machen. Und ich musste dann nach dem Karriereende, weil mein Regensburg zu dem Zeitpunkt war, nicht möglich davon zu leben, Familie zu ernähren als Co-Trainer U23, habe ich mich entschieden damals eine Umschulung zu machen als
Maschinenbau und Anlage, Industriemechaniker in einem sehr schönen, netten Unternehmen in Regensburg. Das habe ich ja verkürzt auch abgeschlossen, erfolgreich, Gott sei Dank. Ich war selber überrascht, weil mit dem habe ich nicht viel zu tun gehabt, muss ich sagen. Aber das war Beruf von meinem Vater und das hat mich schon dann ein bisschen gekitzelt. Und dann war ich da auch nach dem Abschluss auch fest angestellt, bis ich nicht Co-Trainer werde 2017. Das ist eigentlich auch ein schöner Zug und es erdet einen ja auch so ein bisschen, dass man dieses andere Leben auch mal kennenlernt, um das, was man jetzt hat, vielleicht auch sehr wertschätzen zu können, so eine Position. Absolut, wenn man jeden Tag um 4.20 Uhr aufstehen muss und bis 14 Uhr dort da sein muss und dann schnell heim, auch Familie, meine Frau mit zwei Kindern, parallel meine Trainerscheine gemacht, Haus gekauft, renoviert und dann um 18.30 Uhr am Trainingsgelände bei Jungs auch zu stehen und abends 22, 30, 23 Uhr wieder ins Bett zu gehen, irgendwie auf diese 5,5, 6 Stunden Schlaf zu kommen und das ein paar Jahre lang, das hat und man kann das alles ein bisschen besser einordnen, weil ich finde, dass wir im Fußball ein Riesenprivileg haben, das machen zu dürfen, machen zu können, aber so wie der Mensch ist, man gewöhnt sich und dann denkst du, das ist ganz normal. Da versuche ich immer wieder Jungs auch daran zu erinnern, dass es nicht ganz normal ist, dass da viele Millionen von Kindern und Leute träumen davon, aber leider schaffen es nicht und dass die Ausgewählten sind und die müssen sich das immer wieder selber vor Auge führen und da hilft immer wieder mal Espresso mit sich selber zu trinken. Gut. Sie waren in Ihrer Karriere als Fußballspieler bekannt, der ein unbequemer Abwehrspieler war und der durchaus auch mal zugepackt hat und eine Karte kassiert hat. Ist das so Ihr Temperament gewesen? Ja, zu dem Zeitpunkt gab es Gott sei Dank keinen Videobeweis. Da war es einiges möglich, was jetzt, glaube ich, nicht so gut ankam. Aber ankommt, ich war es immer so. Also ich wollte immer alles gleich regeln und es gab nur eine Anekdote, wo ich in den Kabinen meine Fußballschuhe so holte und dann guckt mir einer an und sage ich, was ist los, was guckst du? Sagt er, genau das, sag ich, was? Ja, diese Transformation, kam es rein, ganz nett, wie geht's, Jungs, lächeln und so. Und jetzt ziehst du Fußballschuhe an und dann bist komplett ein anderer Mensch. Ja, es geht um Gewinnen, immer. Und das ist das für mich immer so wichtig gewesen, egal welche Spielchen, was und so. Da habe ich so lange Probleme zu Hause gehabt mit meinen Kindern, weil ich konnte nicht zulassen, dass die gewinnen. Dann nach langer Zeit hat mich meine Frau überredet, dass wir das immer wieder so bei Unentschieden belassen, aber die siegen zu lassen, habe ich nicht geschafft. Das kann ich nachvollziehen. Außerhalb des Platzes wird Ihnen eine sehr große Disziplin für sich selbst nachgesagt. Beispiel Ernährung. Wenn andere Kaffee getrunken haben, gab es bei Ihnen ein Glas Milch. Wenn andere Hausmannskost gegessen haben, war Ihr Lieblingsessen Quark mit Obst. Bis heute. Sie sind sehr gut informiert. Also das war schon, also zu dem Zeitpunkt auch mal peinlich, weil du gehst ins Café und einer oder andere trinkt auch was anderes und ich bestelle Milch. Wir hatten ein Café in Sarajevo, wo wir uns gerne getroffen haben. Da gab es kein Milch auf die Karte. Und der Ladenbesitzer hat es immer gesagt, geht's aufs Haus. Und nach 2, 3 Wochen kamen wir rein und er ist so stolz, steht Glas Milch 1,50. Sagt er, nicht mehr. Das war dann, ich war schuld, dass das auf die Karte gekommen ist, aber. Ja, Sie wollten immer das Maximale auch aus sich herausholen. Ich habe mit Fußball erst mit 15 begonnen. Mhm. Also da hören heutzutage viele auf. Ich konnte wegen Kriegen so nicht in einem Verein trainieren, da habe ich mit 15 begonnen. Das war mein Traum, meine Leidenschaft. Und dann war ich immer so, wenn jemand sagt, der Trainer oder einer, der sich auskennt, das oder das ist nicht gut und das ist gut, das war für mich so ein Gesetz. Und da gab es keine Diskussion, wieso, weshalb, warum. Es ist einfach so. Und da habe ich auch selber gelernt und dann mit 18 war ich schon bei Profis und Meister in Bosnien und bei A-Jugend alles schon gewonnen und Pokal und Liga gewonnen mit erster Mannschaft und 2,5, 2 Jahren, 6, 7 Monate vorher habe ich erst einmal Fußballschuhe angehabt. Also es war schon brutal und da habe ich selber man reflektiert und sagt, wie ist das möglich gewesen. Aber dann in Sommerpause habe ich trainiert. Kein Urlaub. Ich hatte Gott sei Dank einen guten Trainer, der erkannt hat, dass ich immer will. Und er hat mit mir
auch zum Beispiel lange Bälle trainiert. Also meine Aufgabe in 3 Wochen Urlaub war, dass ich von Mittellinie einen Ball ins Tor schieße, ohne dass Boden berührt, weil das konnte ich nicht mit 17. Weil ich habe bis dahin nur auf die Straße gekickt und da braucht man keine lange Bälle und sowas. Und da bei 40 Grad auf, es war kein Rasenplatz, sondern Asche, so 40 Grad draußen, Asche drunter, also das ist schon hart, aber Ergebnis war dann zu sehen und das macht einen stolz und gibt ja Antrieb weiterzumachen. Und es ist wirklich in uns allen und nicht nur im Fußball, sondern in allen Leuten steckt viel mehr als die leisten oder als wir leisten, da nehme ich mich nicht raus. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern und an uns glauben, aber auch investieren und fleißig sein. Gut, und auch gesund ernähren. Also, liebe Profispieler des FC Hansa Rostock, so der eine oder andere jetzt von euch hier zuschaut, lasst euch ja nicht mit einer Cola in der Kabine in irgendeiner Form erwischen. Das könnte den Stammplatz kosten hier. Herr Selim Begovic, der FC Hansa ist ein Verein, Sie haben es selber auch gesagt, mit viel Wucht. Das Pendel, das schlägt immer extrem zu beiden Seiten aus. Ein Mittelding gibt es eigentlich nicht. Für die kommenden Monate werden Sie viel Geduld und auch sehr viel Kraft brauchen. Haben Sie viel Kraft? Auf jeden Fall. Ich weiß, dass diese Emotion so pendelt. Wir müssen dafür sorgen, und da sind wir alle gefragt, die bei Hansa, egal was die machen, Trainerteam, im Büro, Platzwart, Spieler vor allem, und alle anderen dafür sorgen, dass Leute, die hier zum Stadion kommen, auch das spüren, dass wir ein Ziel haben, dass wir gemeinsam an dem Ziel arbeiten. Dann wird es immer öfter Phasen geben, wo es ins Positive pendelt. Und da sind wir alle in Verantwortung, auch Fans und alle, die Hansa im Herz tragen. Mhm. Vielen Dank, dass Sie sich trotz des vollen Terminkalenders heute noch so viel Zeit an diesem vollgepackten Tag genommen haben, um uns einen kleinen Einblick zu geben, dass auch die Fans Sie ein bisschen kennenlernen durften hier. An alle, die jetzt zu Hause zuschauen, egal ob ihr voller Vorfreude oder ob ihr ein bisschen skeptisch seid, bitte denkt dran, was wir gemeinsam im Stadion singen. Wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammengehen, werden wir niemals untergehen. Nur gemeinsam werden wir den Klassenerhalt schaffen, egal wie. Herr Selim Begovic, herzlich willkommen an Bord und viel Erfolg. Vielen Dank.